Hallo zusammen, Segen alle, hier der nächste Teil meiner Serie gegen die unheilige Trinität-Doktrin. Ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Aber ich mische da nicht alles zusammen. Die meisten Menschen, sich Christen, Gläubige, wie auch immer nennen, wissen noch nicht mal, wer der Vater ist, wer der Sohn ist. Und sie hören einfach nur Trinität, zählen da irgendwie 1, 2, 3, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und in ihrem Kopf ist das alles Jesus. So schaut es eigentlich aus. Die meisten Leute wissen noch nicht mal, was die Aussage der Trinitätendoktrin ist, beziehungsweise kennen die ganzen Widersprüche nicht, die kennen nicht die Aussagen Jesu, kennen nicht die Aussagen der Apostel. Vieles wird auch einfach nicht gelehrt zugunsten dieser menschengemachten Doktrin, die 325 Jahre nach der Kreuzigung aufkam. Und mir reicht das. Also ich habe mit dem Thema lange zu tun und habe bisher, was Debatte angeht, jede Debatte gewonnen. Das ist aber so, weil ich mir schon ganz genau anschaue, was Jesus gesagt hat, was die Pharisäer gesagt haben, was die Apostel gesagt haben, was die Jünger gesagt haben, was der Vater selbst über seinen Sohn sagt. Was Jesus über seine Identität und über die seines Vaters preisgegeben hat, sollte für jeden Christen bindend sein. Und nicht die Aussagen der Pharisäer, die sowieso Heuchler waren, noch die Aussagen heutiger sogenannter Doktoren und Theologen, die die Aussagen Jesu sowie die der Apostel komplett verdrehen. Was die Worte "Ich bin", "Ego eimi" betrifft, habe ich im vorherigen Video schon bewiesen, dass Jesus sich nicht als der Vater identifiziert hat. Biblisch ist, dass Jesus auch der Sohn des Allerhöchsten genannt wird. Der Vater, Yahweh, ist dieser Allerhöchste. Jesus ist nicht Yahweh. Jesus hat einen Gott und Vater. Vor der Kreuzigung wie auch nach der Kreuzigung wieder Auferstehung und Himmelfahrt. Also das ist, sollte man sich mal mit beschäftigen. Ich gebe euch jetzt mal drei Verse, die werden auch nicht so gerne gehört von Trinitätenbefürwortern, das lässt man auch gerne aus, beziehungsweise fängt man dann an zu lügen. Man sagt dann so Zeugs wie, ja, das war nur auf Erden, hatte Jesus einen Gott und bla bla bla. Ja, das ist immer so ein Zeugs, was man da erzählt. Das ist eine absolute Lüge. Und er spricht ja auch im Buch der Offenbarung über seinen Vater, den er Gott bezeichnet, der Allerhöchste Gott. Diese Titel sind biblisch. Deswegen wird Jesus auch der Sohn des Allerhöchsten genannt. Er ist wortwörtlich sein Sohn. Ja? Das ganze im Englischen Hypostatic Union Zeugs, diese ganzen Träumereien, das ist alles nicht biblisch. Vertreter dieser Lügenlehre behaupten dann, ja, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Häufig müssen dann die Verse in Philipper Kapitel 2, 6 bis 7 für diese Lüge herhalten, ohne dass diese Menschen überhaupt wissen, was sie da reden. Und dann wird es wieder ganz schnell schizophren. Auf der einen Seite behauptet man, dass die Message im Evangelium ganz einfach zu verstehen sei und im nächsten Moment wird alles unnötig verkompliziert und verdreht zugunsten einer Lügendoktrin. Dabei ist es ganz einfach. Gott hat einen Sohn. Vergleiche, die unbiblisch sind, tauchen immer wieder auf. Ja, Gott, 3 ist 1 und eigentlich geht man gegen die Schema an, das ist das Allerhöchste. Gesetz für die Juden, ja, höre Israel, unser Gott ist einer und so weiter. Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one, Shema, Deuteronomium, Kapitel 6, Vers 4. Und ja, da ist es halt so, dass man das einfach alles gar nicht hören will und selbst Jesus zitiert die Shema und er sagt nicht irgendwie, ich bin dieser Gott, sondern unser Gott ist einer. Und ja, das wollen viele aber nicht hören. Jetzt komme ich mal zu drei Versen, das sind die 1-3 Verse, also Kapitel 1, Vers 3 jeweils, gibt es drei Stück davon. Und ich finde es so schön, wie Gott damals schon allwissend das übertragen hat, dass es hier nicht eine Offenbarung ist, die Trinität befürwortet, sondern eher, das sind die 1-3 Verse, drei Stück davon, die absolut ganz klar auch zeigen, dass die Trinität eine Lüge ist. Ne? Gott wusste schon, was kommt. Und das Tolle ist, mit der Bibel können wir das alles zerschlagen, diese ganzen komischen Behauptungen, Vergleiche, Ego eimi, Echad, Proskuneo und was da nicht alles so aus dem Zusammenhang gerissen wird.
Wir werden uns das hier alles anschauen in dieser Serie. Ich weiß, viele Leute werden es hassen und werden trotzdem durchdrehen. Und selbst wenn man ihnen die Wahrheit präsentiert, das, was niedergeschrieben steht, wollen sie es immer noch nicht hören und brauchen unbedingt ihre unbiblischen Vergleiche, Betitelungen, Träumereien. Also dafür halte ich nichts. Ja? Und auch diese Behauptung, die man da oftmals hört, ja, das muss einem erst speziell durch den Heiligen Geist offenbart werden, nee, muss es nicht. Also das würde auch bedeuten, dass viele Leute einfach überhaupt gar nicht, habe ich auch schon gehört, wenn ich sagen Leute, wenn ich das nicht glaube, dann werde ich nicht errettet werden und so weiter. Also dazu mal gesagt, wo steht in der Bibel drin, dass ich an die Trinität glauben muss, damit ich errettet bin? Das ist ein kompletter Schwachsinn. Was sagt die Bibel dazu? Muss ich an ein unbiblisches, dreifaltiges Gebilde glauben, an einen dreiköpfigen Cerberus, um errettet zu werden? Oder dass der allmächtige Gott Jahwe seinen einzigen eingeborenen Sohn schickte, damit ich errettet werden kann? Die eindeutige Antwort hören wir gleich. Es gibt tatsächlich Leute und nicht wenige, die behaupten, man müsse an die unbiblische Trinität glauben, um errettet zu werden. Das ist vollkommen geisteskrank. Ja, gibt es so Leute, die sowas raushauen. Das ist einfach eklig. Ja, der christliche Glaube besteht darin, dass Gott seinen einzigen eingeborenen Sohn geschickt hat. Ja, und wenn ich daran glaube, dann werde ich errettet. Der Glaube ist nicht, Jahwe hat sich selber geschickt und ist am Kreuz gestorben. Das ist nicht der christliche Glaube. Ja, Johannes 3,16 sagt es nicht aus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und durch die verlogene Trinitätendoktrin verstehen die Leute gar nicht überhaupt, wie immens das Opfer eigentlich ist, dass Gott wirklich wortwörtlich der Vater seinen Sohn gab. Ja, Abraham wurde getestet mit Isaac. Der wurde getestet. Und er hätte es gemacht. Dann hat Gott gesagt, nein, tu es nicht. Aber Jahwe selber hat es getan. Er hat seinen Sohn geschickt. Und nicht irgendwie Jahwe sich selber, also so ein Pferdefanster. So, fangen wir an. Das sind die Verse, die, das sind auch so Verse, die wollen die Trinitätenbefürworter nicht hören, wollen sie nicht drüber reden. Und wenn man sie so in diese Ecke drängt, dann sagen sie, ja, das können wir alles nicht erklären und das ist so und das ist zu hoch für uns. Ja, im nächsten Moment sagen die, dass die Message im Neuen Testament ganz einfach sei, ganz einfach zu verstehen. Gott gab seinen Sohn, das sagen die. Aber im nächsten Moment sagen sie dann auch wieder, das wäre alles zu komplex und wir können das nicht nachvollziehen. Ja, klar. Hier sehen wir das menschliche Gehirn getrimmt auf Trinitätendoktrin. Also fangen wir mal an. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 3. Was sagt Paulus? Paulus, könnte man doch sagen, wenn man sich Christ nennt, der muss irgendwie Ahnung gehabt haben. Ja, das wird oftmals als der größte Apostel von allen bezeichnet. Paulus, der Apostel Paulus, was sagt er? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dazu nochmal zum Titel Herr. Ja, sein Titel der Autorität, Apostelgeschichte 2,36, werdet ihr finden, dass Gott Jesus zum Herrn gemacht hat. Das heißt, er hat seinem Sohn alle Autorität gegeben. Er hat gesagt, ja, du verwaltest das und durch dich werde ich die Welt richten. Das gibt es ganz viele Verse, die das auch zeigen. Also, Paulus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott von Jesus. Das sagt Paulus. Ist jetzt Paulus ein Lügner oder war Paulus irgendwie geistig umnachtet, wusste er nicht, was er redet? Ja. Das sagt Paulus hier. Paulus, der Apostel Paulus. Nächster Vers in dieser Richtung. Schauen wir uns nochmal an. Epheser 1, 3. Ja, das ist so schön, wie Gott das gemacht hat, um diesen ganzen Müll auseinanderzuschlagen. Paulus wieder. Vielleicht war er immer noch verwirrt oder wieder verwirrt oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt Paulus. Was ist da los? Lieber Trinitätenbefürworter, ist nicht Jesus der allerhöchste Gott, ist er nicht Jahwe?
Wieso sagt Paulus jetzt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus? Ja, sobald man die Frage stellt, dann wird entweder nicht geantwortet oder dann geht es in ganz wilde Geschichten. Ja? Man wird da irgendwie, oh, das kann man nicht nachvollziehen, das ist alles komplex. Oder halt die Lüge, ja, Jesus hatte nur einen Gott hier auf Erden, um uns als ein Beispiel zu geben, wie wir zu beten haben. Also, das habe ich alles schon gehört. Immer wieder, fast täglich höre ich diesen Müll. Das lächerlich ist es. Lächerlich. Lächerlich ist das. Eine Schande ist das. So die Worte zu verdrehen. Schande über dich. Schande über dich, wenn du dich Christ nennst und so ein Zeugs erzählst. Und die Worte Paulus da regelrecht verdrehst. Schande über dich. Also wirklich. Denn ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Ja, und viele meinen auch, Christentum ist so ein Hippie-Tum, wo man so, oh, bloß nichts sagen. Immer ruhig sein. Und immer, oh, wir müssen uns doch alle lieb haben. Ja, wir müssen lieben. Lieben heißt auch, vor der Hölle zu warnen, dass willentliche Sünder, auch Gläubige, die in willentlicher Sünde leben, in die Hölle gehen, das auch lieben. Liebe ist, Ehrlehren aufzuzeigen, wie die Trinitätendoktrin. Durch diese verlogene, menschengemachte Doktrin, die 325 Jahre nach der Kreuzigung aufkam, sind viele Menschen gestorben damals. Die ersten Christen wurden verfolgt und ermordet durch diese Schergen wie Konstantin. Und bis zum heutigen Tag gibt es Opfer, weil viele Moslems und viele Juden einfach nicht den christlichen Glauben annehmen können. Das sind Monotheisten. Monolatrismus kann man auch sagen. Die glauben an einen Gott und nicht an ein dreiköpfiges Gebilde. Schema, das ist das wichtigste Gesetz für einen Juden. Und durch diese irre Doktrin, es ist im Judentum so, man hat niemals geglaubt, dass der Messias gleich der Vater ist. Niemals. Der Messias ist der Gottgesandte. Das ist klar, dass die dicht machen dann. Ja, was heißt das, wenn die dicht machen? Oder was heißt das, wenn Moslems, wo es viele gottesfürchtige Leute auch gibt, wenn die dicht machen? Und sagen, das ist alles falsch. Dann gehen die verloren. Das ist der christliche Glaube. Und deswegen mache ich das hier. Und dann habe ich auf einem gewissen Grad habe ich keine freundlichen Worte mehr, wenn einer diese Lügen verbreitet. Das ist eine Schande, ist das. Eine Schande. Eine dreckige Schande ist das. Mann, Mann, Mann. Da weiß ich jetzt schon, da wird wieder irgendjemand irgendwas kommentieren. Oh, das ist ja viel zu krass, wie ich das sage. Viel zu... Nee, da fehlt ja die Liebe. Nee, Liebe ist vor der Hölle zu wahren. Liebe ist vor Irrlehrern zu wahren. Paulus selber hat gesagt, man sollte den Irrlehrern das Maul stopfen. Das gehört auch dazu. Christentum ist nicht hippiemäßig, oh, ich kann nichts sagen. Oh, Jesus hat dich so lieb. Ja, Jesus hat auch die Peitsche genommen und die Leute aus dem Tempel rausgejagt. Nee, bin ich Jesus? Nein, bin ich nicht. Aber ich bin angewiesen durch die Bibel, ganz klar mit Irrlehrern und Irrlehrern, nach mehreren Warnungen hart umzugehen. Und dann mit denen nichts mehr zu schaffen zu haben. Das sagt Paulus auch. Das sagt er ganz klar. Verwarn die ein- bis zweimal, dann hast du mit denen nichts mehr zu schaffen. Weil sie eine Lüge predigen. Ja? Gibt es auch Verse, wo ganz klar drin steht, dass wir so eine Person dann nicht mal mehr zu grüßen haben, damit sie verurteilt werden. Dass sie vielleicht mal irgendwas merken, dass sie eigentlich Lügner sind. Ja? Also, das wird heutzutage einfach nicht verstanden. So steht es geschrieben. Ja, man kann auch nicht sagen als Christ, hier steht die Wahrheit geschrieben und dann hält man sie nicht dran und macht da irgendwas Eigenes draus. Das ist doch schizophren. Das ist doch kein Wunder, dass jeder Atheist darüber lacht. Kein Wunder, dass jeder Moslem darüber lacht. Kein Wunder, dass jeder Jude darüber lacht. Kein Wunder, dass jeder darüber lacht, wenn man wie so ein doppelzüngiger Heuchler da durchs Leben geht und dann seinen Sonntagsdienst und sagt, ich bin ein toller Christ und den Rest der Woche bin ich eine Schande und lüge herum. Ja, kein Wunder. Ich war früher Atheist. Wenn mir solche Leute begegnet sind, habe ich gedacht, verschwinde bloß, du Heuchler. Da hat sich bei mir nichts geändert. Ich bin kein Atheist mehr. Ich weiß, dass Jesus real ist, dass er der einzige Weg zu Gott ist, zu seinem Vater. Und das ist biblisch, was ich hier sage. Das hat sich bei mir geändert. Aber die Einstellung mit diesem Geheuchel, ja, umzugehen, das, ich kann das nicht haben. Ich kann das nicht haben. Ja, wir sollen auch aufbauen. Natürlich, wir sollen Leute lieben, ja. Aber
Es gehört auch dazu, das zu sagen, was hier drin steht. Und nicht da irgendwie um heißen Brei und dann irgendwie wegen so einer katholischen Doktrin, die Jahrhunderte später aufkam, da irgendwie da rumzulügen. Und dann, also, nee, das kann man doch nicht ernst nehmen, sowas. Nächster Vers ist im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Schauen wir mal, was Petrus sagt. Apostel Petrus, war der auch verwirrt? Wusste der auch nicht, was der redet? Ist so ein Apostel oder nicht? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ist der auch irgendwie ein bisschen beknackt gewesen zu dem Zeitpunkt? Weiß der Trinitätenbefürworter das wieder besser? Also ganz im Ernst, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So steht es geschrieben. Und ich schmälere nicht Jesus. Er ist der einzig eingeborene Sohn Gottes. Er ist kein normaler Mensch. Er ist der Messias. Er ist kein Engel, wie die Zeugen Jehovas das manchmal da erzählen und all so ein Zeugs. Er ist wortwörtlich der Sohn Gottes. Wortwörtlich der Sohn Gottes. Er ist wortwörtlich der Sohn Gottes. Der allmächtige und allwissende Gott Jahwe hat einen Sohn. Gott ist kein absurdes, widersprüchliches, dreiköpfiges Gebilde. Biblisch gesehen bin ich aufgefordert, die Wahrheit zu sprechen, ja, und auch für den wahren Glauben zu kämpfen. Und wenn dann eine Lüge ist, eine Lüge, und wir wissen biblisch gesehen, wer der Vater aller Lügen ist, und wenn ich eine Lüge und die Trinitätendoktrin ist eine riesige Lüge, da vor mir habt, der packt es mir auch mal und sagt ganz klar, hier ist eine dreckige Lüge, es ist eine dreckige Lüge, wichtig, oh, lass uns nicht darüber reden. Ne? Das ist verweichlicht. Das ist verweichlicht. Grundsätzlich hier nochmal, was sagt Paulus hier im 1. Korinther Kapitel 6, Verse 9 bis 10? Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Und das ist meine Einstellung dazu. Ich werde nicht irgendwie still in der Ecke rumsitzen und nur, da kann man nicht drüber reden, nur, wir müssen uns alle lieb haben. Nein, ich kämpfe für den Glauben, für den wahren christlichen Glauben, dass Gott seinen einzigen eingeborenen Sohn geschickt hat. Und dass der Sohn nicht der Vater ist. Und damit beende ich dieses Video. Viel Segen an euch. Bis bald.